Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty Modern Warfare. So, Red Circus, Volcon, haben wir jetzt mehrere Missionen zum Auswählen? Nicht Modern Warfare, Black Ops, Cold War. So. Ah, jetzt haben wir optionale Leben. Okay. Zunächst in der nächsten Mission sind jetzt die optionalen Nebenmissionen Roter Zirkus und Operation Chaos freigeschaltet. Sehr gut. So. Gut, da gab es nichts zu sammeln. Alles klar, das ist Operation Chaos. Da haben wir einen neuen Beweis bei Perseus und da war die nächste Mission. Da gibt es wieder, okay, da gibt es dann zwei Objekte wieder zum Sammeln. Gut, aber ich glaube, wir machen zuerst mal die Nebenmission. Schauen wir mal. Da spielen wir dann beide Male Alex Mason. Okay. Auch hier gibt es jetzt einen neuen Beweis. Genau, Quasim, den haben wir ausgeschaltet. Der lebt ja auch nicht mehr. Die Waffenlieferung, ah ja. Mit einer passenden Waffe mit dabei. Kugel. Die kaputte Brille. So. Ah ja. Nett. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Die hatte ich ja nie. Ein paar Streichhölzer. Ah, von der Bar, wo wir waren am Anfang. Okay. Dann, ja, fangen wir vielleicht mit Operation Chaos an. Herhören. Ein Ex-CIA-Agent, Robert Eldridge, ist übergelaufen. Langley glaubt, dass das Arschloch mit Perseus zusammenarbeitet, um einen Spionagering auf US-Gebiet zu etablieren. Wir haben eine verschlüsselte Diskette von einem seiner Agenten, auf der vermutlich alles draufsteht, was wir über sein Netzwerk wissen müssen. Wir müssen nur rankommen. Wir wissen, wo Eldridge sich aufhält und könnten ihn jederzeit dingfest machen. Aber wenn wir nicht zuerst die Diskette knacken, bleibt sein Netzwerk womöglich intakt. Du könntest auf Missionen Infos finden, die uns helfen, den Code der Diskette zu knacken. Halte die Augen offen. Ah, gut zu wissen. Okay. Was haben wir an Beweisen? Fehlende Teile. Ah ja, okay. Nachdem Mason uns Kasim geliefert haben, wir diese kodierte Nachricht von ihm entdeckt. Wir glauben, dass sie für den US-Spionagering bestimmt ist, konnten aber noch niemanden finden, der sie entschlüsselt. Okay. Ja, da ist halt auch noch nichts, was wir mitmachen können. Ah, die fehlen noch. Okay, wir haben einen von drei Beweisen. Warte mal, sollen wir das zuerst machen? Ach, die können wahrscheinlich erst machen, wenn wir die Beweise haben, oder? Ich glaube, ich würde es zumindest erst mal machen, wenn wir die Beweise haben. So, du hast noch was Neues? Ah ne, okay, die können wir noch nicht starten. So. Telegramm, okay. Foto vom Flugplatz. Der Rest kommt noch. Der MI6 hat das letzte Jahr damit verbracht, eine Gruppe Sowjetagenten aufzuspüren, die in diverse europäische Regierungen eingeschleust wurden. Diese Agenten könnten strategisch positioniert sein, um einen größeren sowjetischen Plan für Europa zu realisieren. Vor kurzem haben wir bei einer Operation Informationen über die Struktur der Gruppe erlangt. Sie wird von drei nicht identifizierten Agenten geleitet.
Ihr Betreuer ist der sowjetische Major Vadim Rudnik. Er wurde zuvor mit Perseus in Verbindung gebracht. Wir haben Rudniks Position und können vorgehen. Aber wenn wir nicht vorher seine drei leitenden Agenten identifizieren, riskieren wir, nicht alle eingeschleusten Agenten zu erwischen. Schau dir die Liste mit Verdächtigen hier an. Beweise, die du bei Missionen findest, helfen, die drei Agenten zu identifizieren. Wir sollten rausfinden, wer sie sind, bevor wir gegen Rudnik vorgehen. Alles klar, okay, ja, auch da dann erstmal alle Beweise zusammensuchen. Da muss ich noch gar nichts. Und das ist halt Rudnik selber, oder? Ja. Ah, genau, mit den dreien, da finden wir dann die entsprechenden. Okay, gut, dann schaue ich mir das auch an, wenn wir die Beweise soweit haben. Alles klar. Dann, wieder tatsächlich zwei Beweise mitnehmen, schauen wir uns mal den Riss in der Mauer an. Was haben wir denn hier Schönes? Ah ja, genau. Anton. Hans Kraus. Erfahrungsfilm. Mhm. Der Bergstraße. Flüchtig jenseits der Berliner Mauer. So, Grundriss noch von der Wohnung. Und eine Betäubungspistole. Okay, cool. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Alles klar, los geht's. Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich blicken lässt, wird er getötet oder festgenommen. Wir erreichen die Haltestelle Moritzplatz in 5 Minuten. Wir sind gerade unter der Mauer durch nach Ost-Berlin. Bereithalten. Bitte stellen Sie kein Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Naja. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist mir nicht wohl dabei. Edler, der hintere Wagen ist leer. Wir können loslegen. Nicht weiter auf deine Mutter. Er hat nur noch den Atomkrieg im Kopf. Verrückt. Okay. Was ist das? Hm, Doritos. Ja, damals ist man noch in der Bahn rauchen durfte. Wenn der Zug abbremst, springen wir beide ab. Park, Lazar, ihr fahrt noch weiter. Bell und ich finden Kraus. Okay, der Zug bremst ab. An die Arbeit. Okay, und los geht's. Vorsicht, ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Okay, dann schauen wir mal. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschleichen. Oh, der wunderbar funktioniert. Bewegung auf dem Bahnsteig. Diese Scheißstiefel sind nutzlos. Ich friere mir die Füße ab. Schalten wir ihn lautlos aus. Vorsichtig. Schön langsam. In Ordnung. Vorrücken. Dann ist die nächste Patrouille angesetzt. Gut. Ich muss mich setzen. Meine Füße bringen mich um. Hier, bitte.
Einer weniger. Hier entlang. Hier geht es raus. Okay. So. Schauen wir mal gerade. Ah ja, gut, jetzt noch ein bisschen, bis die Beweise kommen. Hier gibt es tatsächlich zwei. Hey! Scheiße, was ist hier los? Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt! Büro. Jetzt! Was zum... Sehr gut. Machen wir hier sauber. Okay. Ja gut, packen wir den auch mal dahin. Kraus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Alles klar. Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Vorsicht, Scheinwerfer. Ich bleib einfach mal an dir dran. Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Ah, kunstvolle Möbel. Sehr schön. Ich dachte, wir müssen jetzt hier im Scharfschützengewehr. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Verdammt, Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn sie Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkov. Mhm. Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Wo ist denn da einer? Da hinten? Wo ist jemand mit einem Aktenkoffer? Den haben, ach, der. Könnte ihn sein. Gute Arbeit. Das ist er. Das ist Kraus. Dann bleiben wir da mal dran. Nicht, dass hier noch irgendwelchen Blödsinn macht. Ich schätze auch, dass die Straßennamen und Haltestellen sich hier auch akkurat sind. Okay. Okay, die bleiben dabei. Werden wir mal mehr. So. Aber sonst tut sich hier erstmal nichts. Nach. Okay. Achso, wir sollten danach ihm folgen.
eben die Mauer passiert. Statusbericht. Ich bin mit Lazar beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Verstanden. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Mhm. Hudsons Informantin ist drin. Hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Ah, alles klar. Nein, noch nie. Können Sie uns sonst noch etwas berichten? Okay. Otto? Der Braunbär? Bell, die Informantin wartet in der Kneipe. Genau, gebt nicht auf. Oha. Hallöchen. So. Wer halte nach dem blauen Schirm Ausschau. Okay. Ja, ist ein blauer Schirm. Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Okay, dann schauen wir mal. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Ich verstehe laut und deutlich. Also warten wir auf Volkov. Hudson hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Volkov her? Ja, wie lange wird Volkov in Berlin sein? Wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Was wissen Sie über den Kurier da drüben? Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Okay, die Polizei ist heute Abend aber ziemlich präsent. Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung zwei Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Ja, ich werde sehen, was ich machen kann. Dankeschön. Achtung, Bell. Ich glaube, Volkov kommt rein. Wo ist Volkov? Man ist ihm gefolgt. Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Wir kümmern uns um Ihren Schatten. Bell, wir haben Ärger. Zwei Stasi-Leute gehen rein. Raus da, sofort! Verdammt. Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Gut. Na dann. Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnung. Er bleibt unser Ticket zu Volkov. Öffnen Sie die Tür, sofort! Wie soll ich hier rauskommen? Hören Sie mich? Machen Sie die Tür auf! Da, okay. Schließen Sie augenblicklich diese Tür auf! So habe ich weibliche... okay, bleib versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Feinde werden alarmiert, wenn das rote Symbol blinkt. In Ordnung. Ich brauche mehr Zeit. Ich wohne gleich über den Platz. Treff Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Und Sie? Ich bleibe heute Nacht bei meinem Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Sie beide, Ihre Papiere. So. Schon gut. Aber Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Was soll ich drücken? Einmal. So. Warte, Maus, Dietrich, nochmal bitte. Ah, warte, war was. Okay. Vorsicht, Bell. Die Stasi ist überall.
sehe es. Ich tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Mach das. So, dann... okay, das Optionalziel ist dann das. Gut. In Ordnung. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns hier das nächste Mal noch ein bisschen weiter um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.